Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Immer noch in den Höhlen unterwegs, diesmal will ich mich ja ein weiteres Mal an diesem Drecksviech versuchen. Okay. Bin ich jetzt in die falsche Richtung gerade gelaufen oder? Ne, Moment. Ja doch, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Ich habe mich schon gewundert, hä? Ja, da ist der. Da ist das Drecksteil. Jetzt wäre ich wieder in die falsche Richtung gelaufen. Super. Hallo? Ja, ja. Wow, 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 wow. Ja, meine gute Magierkollegin. Hä? Halt mir doch die Viecher vom Leib. Was gibt's denn sowas? So, schön in den Rücken fallen. Jawoll. Suck it. Dammit, voll in die falsche Richtung. Was sollte das denn? Okay, 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 okay. Oh, meine Waffe. Shit. Meine Waffe, die ist rot. Heißt das, die ist kaputt? Ist nicht euer Ernst, oder? Scheiße. Aber Schaden mache ich ja trotzdem noch recht gut. Also noch hat er sich nicht großartig verringert. Nice. Jetzt haben wir ihn. Was kriegt da? Was kriegen wir dafür? Monsterzahn, fünfte Essenz, Monsterhirn und Neblingzahn. Ja, sieht doch gut aus. Ah, Dreck, ey, meine Waffe. Scheiße. Inventar. Eine Verbesserung aus und dann X drücken. Minus 18 Schaden. Ach, die ist auf unter 50% erst gefallen. Also bis jetzt ist der Schaden zwar durchaus gesunken, aber jetzt noch nicht alarmierend gering. So wie in Bloodborne jetzt zum Beispiel, wenn da eine Waffe zerbricht. Also so ein krasser Unterschied ist mir jetzt nicht aufgefallen, als dass ich zu sagen würde, okay, schnell die Mission abbrechen und zurückgehen. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob ich hier überhaupt wieder zurückgehen kann. Das ist das Problem. So. Mehr? Danke. So, jetzt die Frage, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder an derselben Stelle rausgekommen, wo ich vorhin... Das sieht für mich nach dem gleichen Raum aus, muss ich sagen. Derselbe verdammt dunkle Raum. Ja, wir sind wieder hier. Okay. Ach, da kann ich auch runter. Stimmt, da sind ja die Ertrunkenen rausgekommen. Aber ich glaube, das ist nicht so schlau, da lang zu laufen. Wow. Hallo, Kira? Kira? Möchtest du da lang gehen oder was ist los? Sieht echt so aus. Ja gut, sie will ein paar Ertrunkene metzeln. Kann sie ja ruhig machen, ne? Vor allen Dingen, warum zum Teufel hat Geralt jetzt verdammt nochmal seine Fäuste anstatt sein Schwert gezogen. Das ist ja richtig schlau. Ich glaube nicht, dass das das richtige Schwert ist, oder? Warum kann ich... Ich wollte schon sagen, warum kann ich mein rechtes Schwert nicht benutzen? Ich weiß gar nicht gerade, welches mein Silberschwert ist. Ja, das scheint das richtige zu sein. Macht deutlich mehr Schaden. Sehr gut. Ja, danke, Kira. Dadurch, dass du die Monster so schön ablenkst, habe ich leichtes Spiel. Ey, ohne Scheiß. Habe ich nicht irgendwo in meinem Inventar eine Lichtquelle? Das kann ja nicht sein. Gerade. Das ist so scheiße dunkel. Nein. Ach, Mann. Inventar. So, Fackel. Wo kann ich die... Da unten? Okay. In den Taschen. Und wie benutze ich das da unten jetzt? Moment. Hier vielleicht? Ja! Okay, ja. Geralt? Wie benutze ich das nochmal? Ah, Hallöchen. Naja. Oh, das Gas, ich verdammter Idiot. Oh Mann, natürlich. Das scheiß Gas. Fuck. Oh. Ey, nee, da sollte ich lieber gar nicht lang gehen. Die Stelle sollte ich komplett meiden. Scheiße. Oh, das hat mich jetzt total vom... von den Socken gehauen. Oh Mann, oh Mann. Ich dachte so, ach du Scheiße, was ist jetzt passiert? Ja, klar.
Eigene Dummheit. Das ist passiert. So, kann ich jetzt so einfach auf die andere Seite? Das wäre schon zu einfach. Was haben wir denn hier? Eine Wasserflasche, auch gut. Ich kann hier ja lang gehen, aber die Frage ist, was bringt mir das? Gibt es hier irgendwo einen Weg nach oben? Ja. Oh, oh, oh. Vorsicht, ich will nicht zu nah an die Stelle kommen, wo das Gas austritt. Okay. Okay. Komm, kann ich da vielleicht hoch? Rüberspringen? Das müsste doch klappen. Okay. Nein. Oh, so geht's auch. Ja, okay. Einfacher als gedacht. Gut, gut, gut. Fortschritt. Ein wenig zumindest. So, jetzt bin ich schon mal auf der anderen Seite. Aber gehe ich jetzt auch in die richtige Richtung, ist das... ist die Frage. Du erwartest, dass ich in der Kloake herumplansche? Wohl kaum. Ich warte hier. Oh, ist die Dame empfindlich. Okay, komme ich hier irgendwo... Oh Gott. Noch dunkler konnte man es nicht machen, ne? Eieieiei. So, ich hoffe jetzt mal, dass ich nicht beim Auftauchen direkt von Level 20 Monstern begrüßt werde oder sowas. So. Wir sind weitergekommen. Kleines Problem daran ist nur, dass die Kira jetzt nicht mehr bei uns ist. Um die Gegner abzulenken mit ihren Zaubern. Das ist ein kleines bisschen... ist ein kleiner Nachteil. Aber wer weiß, vielleicht findet sich hier hinten... Ja! Hallo Schatztruhe! Jägerhose! Meistergegenstand! Das ist alles? Ich meine, das ist auf jeden Fall was Gutes, aber trotzdem. Okay. Weil ich habe ehrlich gesagt ein paar mehr Items in der Kiste erwartet. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich will mich nicht beschweren. So, eine schöne blaue Hose. Ja, wäre schön, wenn ich sie... So. Minus 1 Rüstung, minus 3. Ah. Ah, schade. Tatsächlich schlechter als das, was ich gerade anhabe. Schade. Aber hätte sein können. Trotzdem eine nette Sache. Vielleicht lässt sich das ja irgendwie gut verwenden. Ich frage mich jetzt gerade auch, ob es sich mehr lohnt, solche Gegenstände zu verkaufen oder sie in Materialien zu... upsala. Oh, 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 oh. Jetzt hier. Alkohest, Zwirn, Schema, Spaltbolzen und Manuskriptseite irgendwas. Geil. Manuskriptseite Waldkauz. Ja, hier. Guck mal. Da haben wir ja schon mal etwas. Alkohest ist ja auf jeden Fall auch ein Item, das ich definitiv oft genug im Inventar haben sollte, um eben meinen Heiltrank auffrischen zu können jederzeit. Ich hoffe wirklich, der Alkohest ist nicht allzu teuer bei den Händlern. Ja, wer weiß, vielleicht kann die gute Kira mir sogar... Oh, jetzt bin ich ernsthaft zurückgeschwommen. Oh Gott. Oh. Ohne Witz, ey. Manchmal habe ich auch echt den Orientierungssinn. Ich würde jetzt am liebsten ein Tier sagen, aber eigentlich haben die meisten Tiere einen sehr guten Orientierungssinn. Von daher würde ich eigentlich nur Quatsch erzählen, wenn ich jetzt irgendein Tier nennen würde. Wie ist Hallo, das Kira. Wasser? Herrlich. Erfrischend. Kühl. Mhm. Du weißt nicht, was du verpasst. Gehen wir. Dieser Ort missfällt mir. Okay. Und wie? Schade, ich dachte, sie könnte noch irgendetwas sagen oder mir irgendetwas geben, weil ihre Position wird ja mit einem, mit einer Trankflasche auf der Karte markiert. Kira? Komm jetzt, hier ist kein Wasser, also hierher kannst du mir ruhig folgen. Komm schon. Oh, kurze Unterbrechung, weiter geht's. Kira, jetzt komm her. Mensch, Maya, gibt's ja gar nicht. Komm. Wenn du halt nicht willst, gehe ich ohne dich weiter. Bin ich jetzt ernsthaft wieder denselben Weg zurückgelaufen? Ey, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Okay, also es gibt tatsächlich nur diesen einen Weg. Nee, hier geht's weiter.
Oder nicht? Ich bin gerade leicht verwirrt. Wow. Kann ich da was machen? Dahinter sind Geräusche, also... Dahinter ist auf jeden Fall ein Viech. Frage ist nur... Kann ich die mit Bomben einreißen? Kann ich überhaupt Bomben herstellen? Moment, was haben wir hier? Olive. Oi, toll. Alchemie. Bomben. Kann ich gar keine herstellen. Na, was fehlt mir da? Was ist das? Calcium Equum. Keine Ahnung, wo ich das herbekommen soll. Mist. Tränke. Kann ich weißen Honig herstellen? Schön. Öle. Kann ich Konstruktöl herstellen? Was auch immer ein Konstrukt sein soll. Ah, okay. Die Pilze hier, die haben mir... das ermöglicht, dass ich das herstellen kann. Ja, komm. Stelle ich mir einfach mal her, damit ich es habe. Kann ja nicht schaden, ne? Absude. Was machen Absude eigentlich nochmal? Erlittener Schaden erhöht für restliche Kampfdauer die Schadensresistenz bis eine... Ah, okay. So etwas. Mittagserscheinungsabsud. Bla, bla, bla. Nee, nee, nee. Okay, also so etwas kann ich nicht herstellen. Bin ich eventuell in der Lage mit... Hier, der telekinetischen Druckwelle. Ist die stark genug für das Ding? Probieren wir es mal. Yo, ist stark genug. Lol. Lol, 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 lol. Das Vieh kommt her. Okay, ein... Ach, noch so einer. Ja, okay, dann gegen den kommen wir auf jeden Fall an. Okay. Uah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Haha. Ja, suck it. Du Sackgesicht. Nice. Der hat gar keine Chance. Nice. Oh, herrlich. Das ist befriedigend, wenn man die Gegner in so einer Combo gefangen nehmen kann. Und die haben keine Chance. Haha. So, hier sehe ich jetzt irgendwo noch einen Pfad. Frage ist nur, wie soll ich da langkommen? Ist da oben was? Nee. Fallen lassen kann ich mich hier auch nirgends. Komisch. Naja, wird sich schon irgendwo was finden. Schätze ich. Okay. Hier irgendwas? So um die Ecke rum? Versteckt? Nein? Schade. Ich weiß jetzt echt nicht, an welchen Punkt dieser Höhlen ich mich begeben soll. Echt null Ahnung. Ich habe das Gefühl, ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Klar, ich muss auf die andere Seite von dieser Brücke, ist mir schon bewusst. Aber bin ich auf dem richtigen Weg? Ich hoffe es stark. Ah, sieht das gut aus? Nee, ich glaube nicht. Ich bin jetzt auf der anderen Seite von diesem... Oh nein. Hier bin ich jetzt wieder. Ja, nee, ich brauche jetzt hier. So, bin ich eventuell mit dem Zeichen in der Lage, das für kurze Zeit zu entfernen, den Nebel? Ja, tatsächlich. Bin ich. Jetzt aber schnell auch hier. Och, Geralt! Mann, raus hier. Schnell weg, bevor der Nebel wiederkommt. Ja, okay, dann werde ich dieses Mal den Punkten folgen, wie ich es von Anfang an hätte tun sollen. Ich wollte nur die Höhlen ein kleines bisschen erkunden. Und es hat sich ja durchaus gelohnt. So ein paar Sachen konnten wir ja hier auftreiben. Moment. Kräuter immer mitnehmen. So, wo als nächstes? Hier lang. Okay. Nochmal die Fackel raus. So. Genau, ja, ja. Das war ja diese eine Stelle, wo der Zauberer seine komische Memo zurückgelassen hat. Seine magische Nachricht. Okay, Kira ist hinter uns. Das ist schon mal beruhigend. Oh. Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Oh, oh. Da hinten hat sich irgendetwas aus dem Boden erhoben. Irgendwas grünleuchtendes. Das gefällt mir gar nicht. Das ist garantiert ein Gegner. Aber wenn es nur ein Einzelner ist, dann kriegen wir den ja sehr gut klein mit unserer Begleiterin. Würde ich sagen. Da-da. Vorsicht. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Und explosiv. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hatte. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlebt.
und Wunden heilen bei Jungen. Hilfe. Nice. Schön. Ah, shit. Den Nebel schnell wegmachen. Ich sehe da hinten noch ein zweites Viech. Oh nein. Oh, weg. Ja, sehr gut. Okay. Boah. Sehr gut. Weiter. Oh, geil. Ordentlich Kisten hier. Nice. Aua. Lass mich runter. Nein. Oh, lass mich in Frieden. Shit. Nein. Ah, fuck. Nein. Was zum Fick? Was tötet mich? Oh, war das der scheiß Nebel oder was wieder? Ah, oh, so eine Scheiße. Zum Glück habe ich am Anfang gespeichert. Dreck! Ich sollte die telekinetische Welle ein bisschen öfter einsetzen, weil sonst wird das nix. Sollte ich vielleicht noch mal eine Stunde meditieren, damit ich meinen Heiltrank wenigstens aufgefüllt habe? Ich sollte auch vielleicht ein anderes Öl benutzen für mein Silberschwert. Ich guck mal, ob ich irgendetwas gegen Geister habe. Ich müsste ja eigentlich was gegen Geister haben. Erstmal im Bestiarium nachgucken, unter welche Kategorie das Viech fällt, diese Erscheinung. Garantiert unter, also irgendwas Geisterhaftes oder Schemenhaftes. Hoffentlich habe ich da etwas parat, was den Schaden erhöht. Weil jede Sekunde zählt in diesem giftigen Zeug. Mann. Wie unfassbar schnell das einem die Gesundheit abgezogen hat. Das ist ja schon Hardcore. Aber ich spiele ja auch quasi auf Hardcore. Auf Todesmarsch. Da sollte ich von solchen Sachen keine Gnade erwarten. Das ist das ultimative Pro-Level. Okay. Ja, komm hier. Jetzt Ladezeit. Ich habe lange genug gelabert. Jetzt. Dankeschön. Nein. Das weg. Okay. Vorsicht. Dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wesemir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, hat überlebt. Sehr gut. Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Kommt. Nimm dies! Fuck you. So, weiter. Los. Immer weiter. Komm schon, du bist fast tot. Boah. Okay, einer weg. Wow. Shit. Oh shit, der Nebel. Oh nein, der Nebel. Ich wollte schon sagen, wo kommt meine Gesundheit jetzt? Wo ist die geblieben? So, sorry Kira, aber du musst dich kurz alleine durchschlagen. Oh, doch nicht vielleicht? Ist einer auf mich aufmerksam geworden? Nein, ich stehe da. Nein. Ah, fuck. Fuck you. Nein! Komm schon. Alter, bleib hier! Yes! Der ist weg. Sehr schön. Hab mich einigermaßen geheilt. Sehr gut. Wow. Nein, Alter. Lass mich in Ruhe. Oh, gut. Gibt's das denn sowas? So, ja, komm. Nice! Einer noch. Oder? Hoffentlich ist das der letzte. So, schnell die beiden Hühnerbrötchen oder was das war. Ich hab jetzt da Hühnerbrötchen gelesen. Falls da was anderes gestanden hat, egal. Hühnerbrötchen klingt ja auch schon lecker. Und sehr nährstoffreich. So, oh. Da, ey, Kira, lass mich jetzt hier looten.
großes Bad. Dafür würde ich alles tun. Du hast gebadet, bevor wir losgelaufen sind. Mann! Wie regelmäßig brauchst du denn so einen Scheiß? Ey, hier. Böser Wecker. Okay. Uiuiuiui. Mann, Mann, Mann. Das war jetzt ein Fight. Auf jeden Fall jetzt erstmal speichern. Wie? Ich kann Spiele jetzt nicht speichern. Achso, es wurde schon gespeichert, oder was? Ah, okay. Ja, okay. Hab's verstanden. Oh, da hinten ist ja noch eine. Sehe ich jetzt das auf der Karte. Aber wir können uns hier schon mal bedienen. Leinen gehärtetes. Oh, da war auch noch was. Da war noch was. Hallo. Ich hab's genau gesehen. Hm, na gut, dann nicht. Angeblich ist das Ding direkt neben mir, aber ich sehe einen Scheißdreck. Das ist gruselig. Das ist sehr gruselig. Noch nicht mal Kira scheint das Ding zu sehen. Hm. Eine Schwalbe. Wir sind offenbar richtig. Ah. Echt? Müssen wir nicht weiter... okay, tatsächlich. Führt ja auch dorthin. Der Weg. Moment. Dann gucke ich mich tatsächlich noch ein kleines bisschen hier unten um. In der Hoffnung, hier noch was auftreiben zu können. Wird sich doch bestimmt noch was finden hier. Man kann ja schließlich lang gehen. Da wird es sich doch wohl was am Ende des Weges befinden, oder? Außer ein grauenvoller Tod. Will ich hoffen. Okay. Hierhin wird sie uns wahrscheinlich nicht folgen, wenn wir schon hüfthoch durchs Wasser warten. So, das wollte ich haben. Meine Fackel. Oh ja, Hallöchen Truhe. Schweinhaut, Wolfsleber, kleine Morana, Runenstein, Saphirstaub, Schema explosiver Bolzen. Oi! Und herausgerissene Seite Trollabsud. Geil, Explosivbolzen. Ja, das klingt doch schon mal sehr interessant. Geil. Ey. Wenn ich die Dinger tatsächlich herstellen kann, dann werde ich auf jeden Fall die Armbrust ein bisschen regelmäßiger einsetzen. Ein magisches Schwert. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ist das jetzt besser als das, was gerade kaputt geht? Ist es ein Silberschwert? Ich weiß es nicht. Es macht tatsächlich mehr Schaden als das, was wir gerade haben. Oder? Ja, sieht so aus. Ja, tatsächlich, tut es. Mehr Schaden. Nice. Sehr schön. Hätten wir das auch erledigt? Ich bin so dumm, ne? Aus mit dem Scheiß. Guck mal. Ist immer noch an. Das Drecksteil. So, jetzt erstmal hier. Zack, zack, zack. Und hier hoch. Okay. Jetzt kann ich die Fackel wieder benutzen. Gut. Na also, hat sich doch gelohnt. Ein neues Schwert. Deswegen gehe ich immer überall lang in Videospielen. Es könnte sich ja überall irgendetwas finden. Gerade in Rollenspielen lohnt sich das am allermeisten. Dieses Looten und Leveln, das liebe ich. So. So. Okay, da hinten sehe ich ein Höhlensymbol. Aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Ist das ein Monsternest, was sich dann dort befindet? Wieder so ein Rattennest? Nee. Ach, das befindet sich über mir. Deswegen der Pfeil nach oben. Wanderung im Dunkeln aktualisiert. Oh. Schau. Sieht aus wie die andere Säule mit der Projektion. Aha. Und da hinten ist, scheint sich eine weitere Projektion zu befinden. Ich weiß es nicht. Sie läuft schon direkt dorthin. Aber gut, ich denke mal, wir gehen erst im nächsten Part dorthin und gucken mal, was der Magier uns noch für eine Nachricht hinterlassen hat. Von daher, vielen Dank fürs Zusehen, Leute, und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Part von The Witcher 3 Wild Hunt, wo wir hoffentlich den Magier vor der wilden Jagd finden können. Also dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao!